Catcraft CC. Du kochst gerne oder willst jemanden, der gerne kocht, ein Geschenk machen? Catcraft zeigt dir heute, wie du dieses Schneidebrett mit individuellem Schriftzug selbst machen kannst. Um dieses Schneidebrett mit eigenem Schriftzug zu fertigen, musst du kein Profi sein. Mit etwas Geschick, dieser Anleitung und den folgenden Materialien geht das sehr einfach. Du benötigst Schleifpapier in drei Stärken, eine Fräse und einen Handschleifblock, außerdem eine Papierschablone, etwas Olivenöl, Gummihandschuhe, ein sauberes fusselfreies Tuch und nicht zuletzt natürlich ein Holzbrett. Catcraft hat dafür eine Sperrholzplatte ausgewählt. Zuerst legst du dir die Schablone auf dem Holzbrett zurecht, dann schnappst du dir die Fräse. Welche Fräse Catcraft verwendet und wie man diese handhabt, siehst du übrigens in diesem Video. Dann fräst du die entsprechenden Stellen der Reihe nach aus. In einem ersten Durchgang verwende einen Fräskopf für metallene Materialien. Dieser wird heiß und erzeugt einen Branding-Look. Vorsichtig anwenden und nicht zu lange an derselben Stelle bleiben. Im zweiten Durchgang verwende einen metallenen Fräskopf für Holzarbeiten, um den Schriftzug weiter auszufräsen. Dieser ist hier zu sehen. Schleife nun das Schneidebrett. Dazu spannst du die Schleifpapierstreifen auf dem Handschleifblock ein und schleifst schrittweise alle Flächen des Bretts ab. Diesen Vorgang wiederholst du mit drei verschiedenen Schleifpapierstärken. Zuerst mit dem groben, dann mit dem mittleren und zuletzt mit dem feinen Schleifpapier. Anschließend befreist du mit einem Tuch das gesamte Brett vom Staub. Als letzten Schritt musst du das Brett mit dem Olivenöl einlassen. Dazu kannst du auch ein anderes lebensmittelverträgliches Öl verwenden und solltest die Prozedur alle paar Monate wiederholen. So bleibt das Holz widerstandsfähig. In der Seitenansicht kommt dadurch die Schichtung der Holzplatte gut zum Vorschein. Achtung, Schneidebrett nicht in Geschirrspüler geben. Du hast eine gute Idee für einen Schriftzug oder ein Motiv auf dem Schneidebrett? Erzähl uns in den Kommentaren, wie du dein Schneidebrett gestaltest. Das Video gefällt dir? Hier klicken und nie mehr etwas von Catcraft verpassen. Weitere Catcraft-Videos findest du hier.